Analyse. Daniel Haase ist von folgedemtrend.de. Herr Haase, wie sieht es denn aus beim DAX? Wie steht denn der da? In was für einer Formation bzw. wie sieht der Trend aus? Ja, guten Morgen, Herr Groß. Der mittel- und langfristige Trend beim DAX ist weiter aufwärts gerichtet. Kurzfristig sehe ich jedoch, solange der DAX noch unter 7.885 war so ein Zwischenhoch in der Korrektur. Solange der DAX sich darunter befindet, gehe ich eher davon aus, dass wir noch weiter im Korrekturmodus sind und in den Mai hinein noch etwas günstigere Kurse sehen. Zumal günstigere Kurse beim Dow Jones, wie ist da die Situation? Der Dow selbst ist ja in den letzten Wochen eigentlich deutlich besser gelaufen als der DAX. Da war von Korrekturen noch nicht richtig was zu sehen, was insbesondere an den sehr, sehr starken defensiven Titeln lag. Aber die defensiven Titel sind normalerweise auch die letzten, die steigen, bevor es dann doch eine Korrektur geht. Und ich vermute, dass der Dow auch dort in die Korrektur hineinstartet und ebenfalls in den Mai hinein nochmal günstiger zu sehen ist. Das heißt, Sie schreiben Dow Jones vor der Korrektur Fragezeichen. Eigentlich müssten Sie dann Ausrufezeichen hinmachen. Ja, meine Vermutung geht schon, und genau weiß man es ja nie, es ist ja immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten hier. Und wir sehen doch, dass meine kurzfristigen Trendsignale in immer mehr Sektoren in den negativen Bereich gedreht haben über die letzten Wochen hinein und einzig in den Defensiven noch relativ stark blieben. Und das ist eigentlich ein typisches Vorzeichen für eine Korrektur. Und der Dow, wie gesagt, sehr viel defensiver aufgestellt als der DAX. Deshalb war davon Korrekturen in den letzten Wochen noch nicht viel zu sehen. Aber ich vermute, die kommen auch. Fragezeichen, weil es eben noch nicht zu sehen ist, aber die Vermutung geht in die Richtung. Sprechen wir über ein paar Einzelwerte. Bayer heute mit Zahlen, und man könnte sich so kurz umschreiben, Bayer startet verhalten ins neue Jahr, aber bestätigt die Jahresprognose. Und was macht der Chart dazu? Ja, Bayer befindet sich in schönem Aufwärtstrend. Im langfristigen Chartbild ist das gut erkennbar. Auch hier kurzfristig sind wir in der Korrektur, aber selbst in der Korrektur meistert sich Bayer eigentlich ganz gut. Also im Vergleich mit den anderen 160 großen deutschen Aktien steht Bayer relativ weit vorne. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, auf Platz 43 von 160, und auch unter Chemietiteln international beobachten wir bei folgedemtrend.de da etwa 100 Titel, und auch da ist Bayer auf Platz 28 in der aktuellen Korrektur relativ weit vorne. Ist also ein ganz guter, solider Titel. Noch ein bisschen weiter vorne im Chemiefeld wäre Brenntag in Deutschland. Andere Branche, eine Branche, die für Durchblick sorgt, Fielmann ebenfalls mit Zahlen heute. Was sagt hier der Chart? Ich habe mal dazu geschrieben, dass der Trend bei Fielmann selbst mit der Brille nicht feststellbar ist. Und das schon seit einigen Jahren. Also wir sehen hier eine zwar volatile, aber Seitwärtsphase eben. Und auch wenn die Volatilität in den letzten Monaten etwas abgenommen hat, in der Korrektur jetzt war es natürlich sehr schön, weil Fielmann kaum gefallen ist. Aber es ist halt davor auch überhaupt nicht gestiegen über mehrere Jahre. Insofern aus Trendfolgersicht würde ich sagen, ist mir die Aktie in den letzten Jahren nie wirklich aufgefallen, weil wir nie einen lange ausdauernden Trend hatten. Das letzte Mal war von 2009 bis ins Jahr 2010 hinein ein sehr schöner Trend. Wenn es das wieder gibt, gerne näher anschauen. Solange aber die Investoren sich für keinen Trend entscheiden können, würde ich jetzt die Aktie nicht bevorzugen. Also Folge dem Trend erkennt keinen Trend bei Fielmann, deswegen ja, lassen wir das mal. Nicht mal mit der Brille. Nicht mal mit der Brille oder der dicken Lupe. Erkennen Sie Trend bei MTU? Ja, da ist es wesentlich schöner zu sehen. Sehen Sie im Chartbild auch im Grunde genommen schon seit Ende 2008, also der DAX hatte erst im Frühjahr 2009 gedreht, MTU bereits Ende 2008 und seitdem eigentlich durchgängig in einem Aufwärtstrend. Kurzfristig auch hier mal wieder in einer Korrekturphase, aber auch in dieser Korrekturphase schlägt sich MTU recht gut. Ist auf Platz 104, auf Platz 54 unter den 160 deutschen Indexaktien in der Korrektur, also im oberen Drittel in etwa. Und auch unter 500 Industrieaktien, die wir bei Folge dem Trend hier international anschauen, im oberen Drittel zu finden auf Platz 167. Insofern ein solider Industrietitel. Wenn die Korrektur noch ein kleines Stückchen weitergeht, das könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht in die Nähe des 200er gleitenden Durchschnitts sich mal ein Limit hineinlegen, wenn man die kaufen möchte, zwischen 67 und 68. Sicher, dass die Korrektur vorüber ist, wäre ich jetzt erst, wenn wir über die 76 steigen. Daniel Haase von Folge dem Trend, die technische Analyse heute. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Groß.